Ja, herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk. Bei den letzten Folgen hatten wir immer ein hauptsächliches Tool, was wir uns angeguckt haben und was ich näher vorgestellt habe. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Es geht nicht um ein Tool, sondern eher um so, man kann sagen, eine Situation, die wir, wenn wir mit OER aktiv sind, wahrscheinlich alle irgendwie erlebt haben oder erleben werden, nämlich darum, wie kann man Fragen klären oder Unklarheiten beseitigen, die bei der Nutzung von Technik und Tools auftreten. Das kann zum einen so sein, dass das bei einem selber so ist, dass man natürlich Fragen hat, oder das ist vielleicht, wenn man lehrende Person ist, noch häufiger, dass Kolleginnen und Kollegen oder eben auch direkt Lernende, also die Schülerinnen und Schüler in der Schule, die Studierenden oder auch in der Erwachsenenbildung, die Menschen einen fragen, wie kann ich das denn machen? Und für OER ist die Sache besonders relevant, also nicht nur, man könnte meinen, das ist insgesamt relevant, wenn man mit digital unterstützter Bildung irgendwas macht, aber bei OER ist es eben besonders relevant, weil wir nicht ja nur digitale Materialien erstellen wollen, sondern vor allen Dingen sicherstellen wollen, dass diese Materialien dann auch remixed, also weiterverwendet, angepasst, vermischt mit anderen Materialien werden. Und im Optimalfall finden wir es sogar ganz toll, wenn diese OER gleich auch gemeinsam mit anderen erstellt werden, also kollaborativ. Und dazu ist es dann natürlich unerlässlich, dass eine Ermächtigung stattfindet zur Nutzung von Tools und Technik, die wir an dieser Stelle verwenden. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei und dann können wir uns einfach mal angucken, was uns da im Einzelnen erwartet. So, diese Übersichtsseite, die ihr hier seht, erreicht ihr, wenn ihr kurzelinks.de/webtalk-technik folgt. So, mit diesem Link kommt ihr dann auf diese, wie gesagt, Übersichtsseite. Da ist jetzt für uns, für den Webtalk, vor allen Dingen relevant die Tool-Liste, die ich hier aufgeführt habe. Ich werde jetzt gleich in die Präsentation hier oben gehen, die auch verlinkt ist. Die könnt ihr gerne auch mitverfolgen. Aber was ihr im Wesentlichen braucht, wenn ihr mitmachen wollt während dieses Webtalks und auch schon Sachen ausprobieren wollt, reicht euch im Prinzip auch schon diese Liste, wo ihr durchguckt. So, und wie gesagt, ich gehe dann jetzt als erstes in die Präsentation. Die Überschrift, der Titel steht schon da, wie ich es eingeführt habe. Es geht darum, wie können wir Technikfragen klären? Und wir gucken uns im Wesentlichen Tools und Methoden für 3 Einsatzszenarien an und noch ein Einsatzszenario weiter, aber das eine, die ersten 3 sind die besonders wichtigen. So, erstes, das haben wir alle erlebt, man sitzt selber vor dem Rechner und sagt sich, das funktioniert überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Im schlimmsten Fall dann so, wie wir es im GIF sehen und der Rechner landet irgendwo in der Ecke. Zweites Einsatzszenario habe ich auch schon kurz angeteasert. Wir sind in der lehrenden Rolle und sagen, nee, keine Sorge, ich kann dir erklären, wie das funktioniert, ich kann dir das zeigen. Drittes Einsatzszenario, das finde ich am spannendsten, auch am zeitgemäßesten, wenn wir dieses Schlagwort verwenden wollen. Es geht gar nicht darum, dass wir auf der einen Seite Lehrenden und auf der anderen Seite Lernenden haben, sondern wir versuchen gemeinsam zu erkunden, wie können wir mit diesen Tools, wie können wir mit dieser Technik umgehen und sie eben zum Lehren und zum Lernen nutzen. Und die Bonusvariante ist dann noch, also das ist das Plus-1-Einsatzszenario, weil das gerade bei Tools und Technik wichtig ist, noch einzelne kleinere Sachen, mit denen man vielleicht sich selbst oder andere motivieren kann, nicht zu verzweifeln, durchzuhalten. Da gehören dann zum Beispiel solche Giffis dazu, wie wir sie jetzt schon im Hintergrund gesehen haben. So, damit starten wir also mit der ersten Sache, das funktioniert nicht. So, zentral bei diesem ersten Szenario ist, dass man es hinkriegt, in einer sinnvollen und verständlichen Art und Weise die Fehler oder die Schwierigkeiten zu melden, mit denen man konfrontiert ist. Und ich habe das hier aufgenommen, weil ich selbst immer wieder damit konfrontiert bin, dass Menschen mich anschreiben und eine Frage zu irgendwas haben. Zum Teil, weil ich irgendwo über ein Tool geblockt habe, mit dem sie dann vielleicht nicht zurechtkommen. Zum Teil habe ich ja auch selbst im E-Bildungslabor einzelne Tools, die ich anbiete, wo dann eben zum Teil man damit konfrontiert ist, dass irgendwas nicht passt. Und was ich dann lese, das habt ihr hier auf der Folie, dass ich irgendwie habe, das klappt nicht. Liebe Nele, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Ich versuche das Tool XY zu nutzen, aber da kommt immer eine Fehlermeldung. So, wenn man das jetzt so hört, dann wird euch wahrscheinlich allen einleuchtend sein,
auch wenn ihr selber denkt, ihr wärt in der Rolle und euch erreicht so eine E-Mail, dass das so hilfreich nicht ist. Und schon, wenn man guckt, weiß ich nicht, wenn man in der Grundschule Lehrerin und Lehrer ist, wird es eine der ganz wichtigen Sachen sein, dass man Schülerinnen und Schüler schon ganz früh beibringt, sinnvolle und richtige Fragen zu stellen. Also nicht zu sagen, ich verstehe hier überhaupt nichts, sondern eher zu sagen, was genau verstehe ich denn nicht, was habe ich versucht, was möchte ich machen und was ist denn jetzt eigentlich ganz genau meine Frage. Und das ist das Erste, was mir hier ganz wichtig ist, das nochmal weiterzugeben, weil man nur dann überhaupt hinkommen kann, Tools und Technik, wenn man selber in der Situation ist, nicht voranzukommen, also dann überhaupt Hilfe zu erhalten und Unterstützung zu bekommen, wenn man diese Fehlermeldung in einer sinnvollen Art und Weise macht. Und das heißt eben, möglichst konkret zu schildern, was ist da passiert. Da scheint es irgendwie eine ganz große Hürde zu geben, gerade wenn dann irgendeine Fehlermeldung kommt, die man selber nicht einordnen kann, dass man dann lieber nur schreibt, da war eine Fehlermeldung, anstatt das auch richtig aufzuschreiben, was sozusagen passiert. Und die Bonussache zu diesem richtig melden ist dann, das ist das, was wir als erstes Tool, wobei es eigentlich noch gar kein Tool ist, uns angucken. Besonders toll ist es natürlich, wenn man einfach sagt, hier funktioniert was bei mir nicht. Ich habe mal einen Screenshot gemacht und ich schicke dir den mit. Weil wenn man sowas dann als quasi anbietende Person von irgendeinem Tool erhält, dann ist es oft auf den ersten Blick ersichtlich, hier liegt die Schwierigkeit und man kann dann sagen, du musst so und so umschalten oder du hast vergessen, an dieser Stelle irgendwas auszufüllen oder man sieht eben, was die Fehlermeldung ist und kann vielleicht dann auch an der Toolseite irgendwas ändern, weil tatsächlich irgendein technisches Problem oder ja ein Bug, ein Fehler sozusagen vorliegt. Um einen Screenshot zu machen, braucht man erstmal nicht viel Technik. Es gibt eigentlich in jedem Betriebssystem eine eingebaute Möglichkeit, sowas zu machen. Da kann man einfach sein Betriebssystem googeln nach einer Tastenkombination für Screenshot. Das funktioniert auch auf mobilen Geräten, also zum Beispiel auf dem Smartphone. Bei mir mit Android ist es, dass ich auf die Power-Taste und auf die Leiser-Taste drücke einige Zeit und dann habe ich meinen Screenshot. Wenn ich am Laptop arbeite, am Rechner arbeite, dann verwende ich den Browser Firefox und für diesen Firefox zeige ich euch das eingebaute Tool, sozusagen das eingebaute Plugin, um Screenshots zu machen, weil das wirklich super einfach ist. Alles, was man machen muss, ist oben in der Browserzeile auf diese drei Punkte zu klicken, dann auszuwählen, Bildschirmfoto aufnehmen und dann habe ich die Möglichkeit, entweder die gesamte Webseite zu speichern, nur einen sichtbaren Bereich zu speichern, also das, was ich gerade sehe, oder ich kann hier auch eine bestimmte Stelle markieren und damit bin ich schon fertig. Ich kann mir das Bild entweder kopieren oder herunterladen, dann habe ich das direkt auf meinem Rechner gespeichert. Also das als die erste Sache zu sagen, wenn man selber vor einem Problem steht, möglichst gut klären, was man eigentlich wissen will, möglichst gut beschreiben, wo der Fehler liegt und am besten macht man das, indem man einen Screenshot aufnimmt und den weitergibt. Das ist dann auch das, was man weitergeben kann. Also wenn man selber in der Rolle ist, das ist dann das zweite Einsatzszenario zu sagen, ich will eigentlich gerne die lehrende Rolle wahrnehmen und erklären, was sozusagen nicht funktioniert oder was nicht läuft, dass man frühzeitig zeigen oder vormachen sollte, wenn du was nicht weißt, dann sage mir möglichst genau, was nicht stimmt. So. Aber es kann natürlich auch noch mehr kommen. Also wenn ich jetzt eine Frage kriege, letztes Mal hatten wir das Tool Twine, was wir vorgestellt haben, und dann sagt jemand, ich komme da irgendwie nicht zurecht, kannst du mir noch mal kurz zeigen, wie das in irgendeiner Form funktioniert oder wie ich das nutzen kann? Und an den Stellen ist es dann natürlich besonders schön, wenn man als lehrende Person zum Beispiel sowas machen kann, wie man jetzt hier im Beispiel sieht. Man sieht, ich habe die Frage noch mal drüber geschrieben, habe dann jeweils immer kurz erklärt, wie das Ganze sozusagen, was man tun muss. Man sieht dann ein kleines Bildschirmfoto, einen kleinen Screenshot. Da sind jeweils die Pfeile eingezeichnet und es ist gemarkert, wo man klicken muss. Genauso ist es dann beim nächsten gemacht, wie man vorgehen muss. Und es ist kurz eben auf diesem Bildschirm beschrieben, was ich tun muss. Das Ganze kann ich wunderbar teilen, weil ich hier an der Seite so einen kleinen Share-Button habe. Da kann ich das per Mail schicken, ich kann sowas auch twittern, kann sowas sogar per WhatsApp schicken oder ich kann mir auch einfach den Link kopieren und das dann an die jeweils fragende Person weitergeben. Also das als eine erste Möglichkeit,
so einen kommentierten Screenshot zu machen. Da ist dann natürlich die Frage, wie machen wir sowas? Den ersten Teil davon haben wir schon gelernt. Wir nehmen einen Screenshot auf. So, um ein Beispiel zu zeigen, nehme ich jetzt eine Frage, die in der Telegram-Gruppe auch real gestellt wurde, nämlich die Frage, ich sehe hier diese Präsentation, aber ich möchte gerne diese Präsentation nicht als Präsentation sehen, sondern als bearbeitbare Datei, als bearbeitbares Dokument. Wie funktioniert denn das? So der Trick, wer bei dem Web-Talk bei CodeMD dabei war, weiß das, dass man hier runter scrollen kann und dann hat man hier so einen kleinen Bearbeiten-Button. Das kann ich jetzt natürlich per Mail in der Antwort einfach schreiben und sagen, okay, du scrollst da runter und dann siehst du das da irgendwie. Viel netter ist es aber, wenn ich wieder genau mache, was wir gelernt haben, nämlich, dass ich erstmal den Screenshot aufnehme. Also ich gehe wieder hin, mache Bildschirmfoto aufnehmen, möchte jetzt den sichtbaren Bereich, dass man das hier unten sieht. Und wichtig ist jetzt, jetzt muss ich das gar nicht herunterladen, sondern es reicht, wenn ich den kopiere. So, nächsten Schritt, was ich machen würde, das ist dann jetzt schon ein Tool, was ich vorstelle, wäre, dass wir zu Copy-Paste-Design gehen. Das ist, es gibt bestimmt auch viele andere. Für mich ist es das Tool, was so Screenshot-Annotation, Screenshot-Kommentierung super einfach macht, ist easy zu bedienen. Man versteht es eigentlich gleich auf den ersten Blick. Ihr könnt es ja ausprobieren, ob das auf euch auch zutrifft. So. Und was ich jetzt in dem ersten Schritt machen würde, ist, dass ich hier mein Bildschirmfoto, was ich gerade eben aufgenommen habe, reinkopiere. Und jetzt habe ich hier an der Seite, an der rechten Liste, die verschiedensten Möglichkeiten, was ich machen kann. Also ich kann zum Beispiel irgendwas markern, das könnte ich hier unten jetzt auch machen, dass ich das hier einmal markiere, dieses kleine Ding. Und ganz genauso könnte ich zum Beispiel auch hier sagen, ich möchte so einen kleinen Pfeil setzen. Und den Pfeil kann ich auch noch sagen, möchte ich zum Beispiel rot machen, wenn mir das besser gefällt. Dann kann ich das Ganze drehen, wo das hinkommen soll. Und kann das auch entsprechend groß ziehen, sodass ich das dann zeigen kann. So. Und wenn ich diesen Screenshot jetzt so kommentiert fertig gemacht hätte, könnte ich hier hingehen und sagen, ich möchte das Ganze jetzt als fertiges Bild runterladen. So, damit habe ich also, ich gehe wieder zurück in meine Präsentation, den Punkt 2 erledigt. Ich habe es also auf Copy-Paste-Design eingefügt und dann annotiert. Und was ihr dann in dem letzten Schritt noch gesehen hattet, also wo habe ich das denn dann eigentlich veröffentlicht gehabt, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes und empfehlenswertes Tool, nämlich sondern Quicknote.io. Was ich hier machen kann, ist, dass ich einen Titel eingebe, CodeMD, wo ist das Dokument zum Beispiel. So, und in dem nächsten Schritt kann man hier auch was hochladen. Da würde ich jetzt einfach kurz schauen, dass ich den kommentierten Screenshot suche und den hier reinsetze. So, und wenn ich dann auf Publish klicke, dann ist jetzt mein Dokument hier online. Ich habe hier einen Link, den ich teilen könnte, den ich also auch auf euch, an euch weitergeben könnte. Der Vorteil ist jetzt, dass gerade wenn es Fragen sind, die vielleicht häufiger kommen, aber doch nicht so häufig, dass sich das jetzt lohnt, tatsächlich irgendwie eine FAQ auf meiner Webseite zu machen. Vielleicht habe ich auch gar keine Webseite und kriege nur irgendwie so eine Frage. Dann ist es was, dass ich einmal einen Link habe und diesen Link dann mit anderen teilen kann. Und dieses Quicknote.io ist eben das Schöne, dass ich dazu, um was online zu stellen und gerade auch um Bilder online zu stellen, mich nicht registrieren muss, mich nicht anmelden muss, sondern einfach die URL aufrufe und dann meine Inhalte eingeben kann. Also das als erste Möglichkeit, kommentierte Screenshots erstmal gestalten und dann auf der einfache Art und Weise veröffentlichen, wo ich nicht noch zusätzlich mich irgendwie registrieren oder anmelden muss. Eine Alternative, die gucken wir uns jetzt gar nicht an, sondern die habe ich hier nur verlinkt, wäre doka.photo. Das wäre eine Alternative zu Copy-Paste-Design, wo auch sehr, sehr einfache Bildbearbeitung möglich ist. Ich weiß durchaus, das ergänze ich, dass es noch sehr, sehr viel mehr Tools gibt für Bildbearbeitung, gerade auch für fundiertere Bildbearbeitung, also wenn man wirklich gut was gestalten will im Netz. Ich habe extra diese simplen, einfachen Tools ausgewählt, weil für eine Annotierung von Screenshots brauche ich eigentlich gar nicht so viele Funktionen, sondern es reicht aus, wie ich das gezeigt habe, ein bisschen was zu markern, manchmal ein bisschen Text einzugeben oder ein Pfeil oder Ähnliches draufzusetzen. Also ich komme vor allen Dingen mit dem Copy-Paste-Design eigentlich immer ganz gut zurecht. Ein bisschen mehr kann man dann mit Doka-Foto machen.
So, was ist eine andere Variante? Jetzt haben wir diese Variante gesehen. Screenshot, ich annotiere die und veröffentliche die dann. Das ist aber doch oft so, dass es auch schon für mich als lehrende Person relativ aufwendig ist. Was es als Alternative gibt, ist, dass ich sagen kann, ich möchte einfach schnell einen Screencast machen. Also an dieser Stelle könnte ich jetzt machen, ich mache einen Screencast davon, wie ich hier einmal runter scrolle und hier dann draufklicke. Und wie das aussehen kann, habe ich jetzt mit einem anderen Beispiel gemacht, nämlich mit der Frage, wie kann ich dann zum Beispiel einen H5P-Inhalt erstellen? Und wenn ich so eine Frage kriegen würde, kann ich ganz einfach und schnell, man sieht, es hat auch keine tolle Qualität, aber reicht, um sich anzugucken, wie das funktioniert. Und wenn man lernenden, fragenden Menschen sowas schickt, ist es für die oft sehr viel einfacher, sich kurz so einen Screencast anzugucken und dann eben das hinzukriegen und mit dem Tool umgehen zu können. So, wie man das macht, das ist tatsächlich sehr einfach. Das gibt es das Tool dazu, das nennt sich shareit.video. Alles, was ich machen muss, ist hier drauf zu klicken, das Recording zu starten und direkt im Anschluss hochzuladen. Dann kriege ich den Link, den ich zum Teilen sozusagen brauche und den kann ich dann weitergeben. Neu gibt es hier jetzt auch als Funktion, dass ich Mikrofon und Audio anstellen kann. Dann habe ich also sogar die Möglichkeit, das Ganze mit Audio zusammen zu machen. So, eine andere Variante, die gucken wir uns jetzt gar nicht mehr an, aber nur der Vollständigkeit halber. Es gibt noch weitere Tools, mit denen ich Screencasts direkt im Browser aufnehmen kann. Eine andere Möglichkeit ist hier RecordScreen.io. Da geht es nicht darum, das dann auch direkt hochzuladen, sondern ist eher dazu gedacht, wenn ich ein bisschen Screencast mit ein bisschen besserer Qualität machen kann, dass ich das einfach tun kann und dann in irgendeiner Form weiter nutzen kann. Und beide Dinge jetzt, also sowohl diese Screenshots annotieren als auch so kurze Screencasts aufzeichnen, kann ich natürlich auch in das erste Nutzungsszenario weitergeben. Also wenn ich Fragen kriege von Lernenden, hä, wie funktioniert denn das? Dann kann ich auch sagen, mach doch mal einen Screenshot und zeig mir, was daran nicht funktioniert. Du kannst zum Beispiel diese und jene Tools dafür nehmen oder nimm doch mal kurz auf, was du versucht hast. Und lade das zum Beispiel auf shareit.video hoch oder schicke mir deine kurze Aufnahme, die du bei RecordScreen.io gemacht hast. So, ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sowas zu machen, wie wir jetzt machen. Wir machen es jetzt als Web-Talk, aber auf einer einfacheren Art und Weise kann man natürlich auch sagen, ich schicke dir kurz einen Link, dann gebe ich meinen Bildschirm frei und dann kannst du da drauf gucken und dann siehst du, was sozusagen passiert. Da habe ich hier zwei Links, wo es einfach direkt im Browser funktioniert, dass man teilnehmen kann. Einmal mit Jitsi Meet oder auf der anderen Seite mit BigBlueButton. Über beides lassen sich Videocalls mit einem Klick erstellen, kann den Link weitergeben und die Lernenden sind dann mit einem drin. Von der Methode her habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft erfolgreicher ist, es so zu machen, dass nicht ich als quasi antwortende Person meinen Bildschirm zeige und einfach kurz vorführe, was passiert oder was gemacht werden soll, sondern dass ich zu der fragenden Person sage, teile doch deinen Bildschirm und dann quasi im Gespräch sie leite. Also dann kann die Person mir zeigen, was habe ich versucht, was habe ich gemacht, woran scheiterte ich und dann kann ich zeigen, nee, pass auf, geh noch mal ein bisschen nach oben und klick mal hier drauf. Und das hat den großen Vorteil, dass man dann selber im Ausprobieren ist und ich es eben nicht einmal nur schnell gezeigt habe. Und dann hat man nämlich oft die Reaktion, dass gesagt wird, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber tatsächlich, wenn man dann wieder alleine da sitzt, ist das Ganze dann eben doch nicht mehr. Und man versteht sozusagen doch nicht, was man machen sollte. Und das ist die einfachere Variante zu sagen, okay, du teilst deinen Bildschirm und ich unterstütze dich dabei, wenn du das selber tust. Das ist auch schon eine gute Überleitung zum dritten Punkt, nämlich wir erkunden gemeinsam, was ich einleitend schon gesagt habe, dass ich das eigentlich als die sympathischste Art und Weise finde, wie man versuchen kann, mit so Technik-Tool-Fragen umzugehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so das Entscheidende, ist zu sagen, ich habe jetzt für dich die richtige Antwort und die richtige Lösung. Das ist manchmal bestimmt hilfreich. Also wenn es so eine einfache Frage gibt, ich verstehe nicht, wo ich diesen H5P-Inhalt herunterladen soll zum Beispiel, dann ist das Einfachste zu sagen, ah, guck mal, hier ist der kleine Button, da kannst du draufklicken. Aber viel häufiger sind ja solche Fragen wie,
ich würde gern irgendwie mit Lernenden kollaborativ was zusammenschreiben und da sollen sie vielleicht auch Bilder hochladen können. Und da gibt es ja dann gar nicht eine richtige Antwort drauf, sondern es geht eher darum, wie können wir denn jetzt gemeinsam überlegen, dass wir da ein gutes technisches Setting machen können, was wir sozusagen verbinden mit unserem pädagogischen Setting und das uns gemeinsam überlegen. Und da gehört dann auch dazu, dass man ganz viel ausprobiert, weil es gibt natürlich auch nicht nur einmal statisch Tools, sondern das ist ja auch im Fluss und in Bewegung. Das Modell von diesem Bio-Kunden gemeinsam, was ich da eigentlich ganz schön finde, ist die Sandkiste. Im englischsprachigen Raum hat man das oft, dass wenn man eine Software so testweise ausprobieren kann, dass man so eine Sandbox anbietet. Im Deutschen wird es zum Teil als Spielwiese übersetzt. Ich finde die Sandkiste eigentlich ein sehr viel schöneres Bild, weil es einfach deutlich macht, hier kann man mal ausprobieren, hier kann man was versuchen und eben auch sowas mit verbunden ist. Da entstehen dann durch diese Offenheit zum Teil ziemlich coole Sachen, auf die man vielleicht vorher auch gar nicht gekommen wäre. Und mein Vorgehen, das ist jetzt tatsächlich so eine konkretere methodische Sache, wie ich sehr gerne rangehe, wenn ich eine Lerngruppe habe und diese Lerngruppe, da möchten wir gerne ein bestimmtes Tool oder auch eine bestimmte Technik einfach verstärkt gemeinsam nutzen. Dass ich dann ganz bewusst so eine Sandbox-Time, nenne ich es, gebe, wo am Anfang nur eine ganz kurze Tool-Vorstellung steht, also was ist es so ungefähr, und dann Zeit gegeben wird zum Ausprobieren und zum Erkunden. Und der große Vorteil davon ist, dass man dann oft auf Nutzungsmöglichkeiten von so einem Tool kommt, wo man vielleicht selber als lehrende Person auch gar nicht drauf gekommen wäre. Man schafft es ganz schnell, dass sich Lernende gegenseitig unterstützen. Jemand sagt, ah, guck mal, ich habe hier was entdeckt, und jemand anders macht dann mit. Also man ist gleich in so einem Austausch. Und auf so einer Ebene ist es dann auch eine sehr gute Möglichkeit, sich dann als Lerngruppe gemeinsam zu überlegen, wie könnten wir denn dann dieses Tool gemeinsam nutzen? So, wenn es nicht nur ein Tool gibt, sondern eher so eine offenere Frage, also wie ich sie vorher skizziert habe, sowas, wie können wir jetzt mehr Kollaboration umsetzen und dazu auch technische Sachen verwenden, dann geht es ja eigentlich gar nicht nur darum, dass wir uns ein Tool angucken und überlegen, wie dieses Tool ganz praktisch genutzt werden kann, wo dann so ein Screencast helfen kann, sondern es geht darum, dass wir uns gemeinsam überlegen, wie können wir das Internet als einen Bildungsraum nutzen und was kann da für uns relevant sein. Und was ich hier als Vorschlag nochmal mitbringen will, verstärkt anzugucken, ist das Tool Hypothesis. Ich spreche es jetzt einfach mal Deutsch aus. Ein Beispiel habe ich dazu gemacht mit der heutigen Ankündigungsseite, mit der Webseite auf OER-Camp, was man also damit machen kann. Grundsätzlich ist es ein Tool, mit dem ich Internetseiten, Webseiten kollaborativ annotieren kann. So, und jetzt gehe ich rüber zu diesem Beispiel, wo ihr seht, da bin ich, machen wir nochmal zu. So, gehen wir zu dieser Seite, zur heutigen Ankündigungsseite, und ihr habt jetzt gesehen, dass ich hier oben eine, also dass es nicht die normale URL ist, also nur oercamp.de, Webinare und dann eben das Weitere, sondern es steht noch davor via.hypothes.is und dann kommt der Slash und dann kommt die eigentliche URL. Und was das damit macht, ist, dass man jetzt plötzlich einzelne markierte Stellen sieht. Und wenn ich auf diese markierten Stellen draufklicke, öffnen sich hier an der rechten Seite Kommentare, die ich im Vorfeld dafür eingegeben habe. Hier, man kann zum Beispiel auch lustige GIFs einfügen oder ähnliche Sachen. Und so kann ich sozusagen eine ganze Webseite annotieren, also mit Kommentaren versehen. Hier haben wir das Beispiel, dass ich einen Link geteilt habe. Und das habe ich hier unten zum Beispiel auch nochmal gemacht. So, ich gehe nochmal zurück zur Präsentation, um das Ganze nochmal systematischer zu zeigen oder zusammenzufassen. Wenn man sowas selber vorhat, dann ist das, es wirkt jetzt so, oh Hilfe, wie soll sowas klappen? Da muss man doch bestimmt auch irgendwas machen, von der eigentlichen Webseite ausgehend. Aber es ist tatsächlich ziemlich simpel und man braucht da auch nicht viel Schritte dazu. Und diese Schritte möchte ich euch jetzt nochmal kurz zeigen. Wir starten damit,
dass wir zu dieser Webseite von dem Tool gehen. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht genutzt habt, startet ihr damit, dass ihr hier oben auf Get Started geht. Und da habt ihr gleich als erstes die Möglichkeit, euch einen Account anzulegen. Wenn ihr Chrome nutzt, könnt ihr da auch so ein kleines Extension-Plugin machen, aber braucht ihr nicht unbedingt, sondern ihr könnt auch direkt gleich mit dem dritten Punkt anfangen, also Sachen zu annotieren. Ich bin jetzt hier schon angemeldet und kann da sozusagen direkt draufgehen und man sieht jetzt, ich habe hier schon einzelne Sachen gemacht und annotiert. Was ich jetzt tun kann, um das Ganze nochmal direkt zu zeigen, wie das funktionieren würde, ist, dass ich vielleicht diese Übersichtsliste, die ich euch gegeben habe, mir einmal angucke und wieder zurückgehe zur Hypothesis, diese URL reinpacke und sage, jetzt möchte ich mit Annotieren starten. So. Und was das Ganze dann jetzt macht, ist, dass es mir diese Seite lädt. Das sieht erstmal ganz genauso aus, wie ich die vorher kannte. Aber ich habe jetzt hier oben rechts in der Ecke die sogenannte Annotation Sidebar, also so ein kleines Menü, um diese Kommentierungen vorzunehmen. Da sieht man jetzt schon, aha, noch steht hier jetzt sozusagen nichts dran. Hier wurde noch nichts kommentiert. Aber ich kann eben mit Kommentierungen starten, wenn ich das möchte und kann die dann hier entsprechend einfügen und dazusetzen, indem ich einfach auf New Annotation klicke, kann ich nachher auch wieder löschen, gebe ich einfach irgendwas ein und ich das dann jetzt hier für die Öffentlichkeit sozusagen poste. Und wenn ihr jetzt diese URL, die ihr ja kennt, also dieses E-Bildungslabor Subtechnikfragen, bei Hypothesis als eine URL eingebt, dann ist es bei euch jetzt so, weil ich diese Sache für die Öffentlichkeit gepostet habe, dass ihr mit Klick auf diese Markierung diesen super intelligenten Kommentar seht, den ich gerade eingefügt habe, was natürlich noch nicht so wirklich hilfreich ist, aber ich glaube, das Prinzip ist dadurch klar geworden, dass ich als lehrende Person erstmal sagen könnte, ganz viele Sachen, die mir relevant erscheinen, die ich vielleicht auch als Fragen oder als Ähnliches weitergeben will, kann ich markieren und kann ich als Zusätze dann an die Lernenden weitergeben. Und richtig cool wird diese ganze Sache natürlich, wenn ich wegkomme davon, dass ich jetzt die sendende Person als lehrende Person bin, sondern eher sage, lasst uns sowas doch gemeinsam gestalten, weil natürlich auch Lernende hier dazukommen können und sagen können, ich annotiere auch und ich gestalte auch was mit dazu. Und es gibt da zwei Sachen, die eigentlich ganz hilfreich sind, mit denen man das noch besser gestalten kann. Und das ist zum einen, dass ich sagen kann, ich kann Gruppen bei Hypothesis einrichten. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier mal so beispielhaft eine OER-Camp-Web-Talk-Gruppe eingerichtet. Sobald man das gemacht hat, könnte man andere Menschen einladen. Und alle, die dann sozusagen den Einladungslink folgen, können gemeinsam in die Gruppe OER-Camp-Web-Talk posten, Kommentare posten und die laufen dann alle zusammen. Man kann sich dann also angucken, was wurde denn zuletzt gepostet bei OER Camp Web Talk. Und genauso kann ich das auch machen, das haben wir gesehen, wenn ich hier einen Kommentar schreibe, dass ich hier unten Tags, also Schlagworte eingebe. Und das ist natürlich nochmal eine andere Möglichkeit, um was zu systematisieren oder zu gestalten, indem ich einfach ein Schlagwort eingebe und dann sage, ich durchsuche nachher alle Annotationen nach einem bestimmten Schlagwort. So, das wären also die Schritte, wenn man sagt, ich brauche das eigentlich gar nicht so sehr, dass ich was ganz, ganz Klares vorgeben will. Ich will mich auch nicht nur auf ein Tool konzentrieren, was wir dann gemeinsam in so einer Sandbox-Time erkunden, sondern ich sage einfach, lasst uns doch mal das Netz gemeinsam explorieren, erkunden und das, was wir entdecken und was wir auch gegenseitig weitergeben wollen an uns in unserer Gruppe, halten wir fest als Kommentare auf dieser ja quasi Kommentierungsfolie, Meta-Ebene im Netz, wie immer man es bezeichnen kann, über das Tool Hypothesis, was, wie ich gezeigt habe, glaube ich, hoffentlich ist rübergekommen, relativ simpel ist in der Einrichtung und dann fast so ein bisschen wie Zauberei erscheint, dass ich sagen kann, so, zeig mir die Kommentare und plötzlich hat das Internet überall da, wo ich es gestaltet habe, noch eine weitere Ebene, die ich sichtbar machen kann.
So, damit kommen wir auch zum letzten Punkt. Da schauen wir nur noch einmal drüber. Das könnt ihr euch nachher anschauen. Die Motivationsspritze, die man manchmal braucht, wenn man einfach sagt, oh, das nervt doch einfach alles schrecklich. Ich habe hier erstmal drei Bonustools für euch noch mitgebracht, die ihr nutzen könnt, um andere Menschen zu motivieren oder auch euch selbst zu motivieren. Einmal Strichmännchen-GIFs zu zeichnen, einmal, wie man Text-GIFs gestalten kann. Und auch das dritte finde ich sehr schön. Da kann man so ein 2-Sekunden-Reaktions-GIF aufnehmen, also sowas wie, yeah, super gemacht. Und dann hat man das und kann das sozusagen an Lernende weitergeben. Und was ich euch ans Herz legen will, ist hier noch verlinkt eine umfangreichere Liste von, ich habe sie genannt, Helfer, Helferinnen-Tools bei der Planung und Erstellung von Bildungsmaterialien. Da geht es ein bisschen auch mit darum, wie kann man jetzt so technische Fragen klären. Also zum Beispiel sind auch so Bildbearbeitung, Screenshot-Sachen drin. Aber es umfasst einfach noch ein bisschen mehr, was man sinnvoll verwenden kann, wenn man mit offenen Bildungsmaterialien arbeitet und vor allen Dingen mit anderen gemeinsam mit offenen Bildungsmaterialien arbeitet. Ja, soweit also ein Überblick über ein doch sehr, sehr umfangreiches Thema, was aus meiner Sicht eigentlich weniger eine Toolfrage ist, sondern eher eine Herangehensweise, Methodenfrage. Wie kann man umgehen, wenn man vor technischen Schwierigkeiten steht, entweder selbst oder eben auch mit Lernenden oder auch mit einer gesamten Lerngruppe? Und meine Empfehlung ist, so der Tipp, den ich an eure Stelle mitnehmen würde aus dem heutigen Webinar, zum einen, es gibt sehr simple Tools, mit denen man Fragen gut stellen oder auch Antworten sehr übersichtlich visualisieren kann. Da haben wir die Screenshots und Screencast-Sachen kennengelernt. Und besonders spannend kann man das Ganze machen, indem man sagt, das Internet ist ein Bildungsraum und den wollen wir gemeinsam erkunden. Und dazu nutzen wir dann zum Beispiel sowas wie kollaborative Webannotierung. Ja, beim Ausprobieren wünsche ich euch ganz viel Spaß und damit sind wir fertig mit dem heutigen Input.